Masaki Ishikawa, der Wissenschaftler, der die Messungen für uns durchführt, glaubt, dass Holmes Achillessehne nicht etwa von Natur aus so hart ist. Ich weiß, dass er intensiv an sich arbeitet. Ohne ein nachhaltiges Training hätte er niemals eine derart harte Achillessehne. Wir sind davon überzeugt, dass die Härte seiner Sehnen das Ergebnis eines jahrelangen, intensiven Trainings ist. Und wie steht es mit Thomas? Die hervorstechendste Eigenschaft seiner Achillessehne ist ihre Länge. Mit stolzen 26 cm ist sie bedeutend länger als die Sehnen gleich großer Athleten. Bei einer langen Achillessehne gilt, je stärker das Knie gebeugt ist, desto größer ist die Gegenkraft, die die Sehne erzeugt. Wie wir bereits wissen, zählt bei Thomas mehr die Sprungkraft seiner Beine als die Anlaufgeschwindigkeit. Und diese Sprungkraft wird durch seine langen Achillessehnen noch verstärkt. Die Natur hat Thomas mit langen Beinen und langen Achillessehnen gesegnet. Sie geben ihm die Kraft, auch ohne großes Training die großartigsten Sprünge auszuführen. Unvorstellbar, wie hoch er kommen könnte, wenn er diese Stärke auch noch gezielt trainieren würde. Januar 2008. Holm und Thomas wollen sich wieder messen. Auf dem internationalen Leichtathletikturnier in Schweden. Spannung liegt in der Luft. Die Begegnung zweifellos ein Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele in Peking. Thomas ist der Held der lokalen Presse. Diesen Kampf zu verlieren, kann sich der Goldmedaillengewinner von Athen nicht leisten. Holm gegen Thomas. Ein Kampf, der sich bei 2,28 Meter entscheidet. Holms erster Versuch. Gerissen. Die Latte hängt zwar 12 cm unter seiner persönlichen Bestmarke, aber der Schwede ist einfach zu langsam im Anlauf. Drei Fehler pro aufgelegter Höhe und der Springer scheidet aus, lautet die Hochsprungregel. Wenn Thomas die Latte auf Anhieb überquert, steht Holm unter enormem Druck. Doch auch Thomas patzt. Holms zweiter Sprung. Geschafft. Auch in den folgenden zwei Versuchen reißt Thomas die Latte. Holm entscheidet das erste diesjährige Kräftemessen für sich. Ich habe alles gegeben. Und ich bin sicher, ich kann mich sogar noch steigern. Der nächste Wettkampf findet in Deutschland statt. Schon drei Tage vor der Begegnung inspiziert Thomas den Austragungsort. Last year I measured.
Mit dem Maßband bestimmt er seine Anlaufstrecke. Bislang hatte er kaum auf seinen Anlauf geachtet. Jetzt feilt er daran herum, setzt zahlreiche Markierungen. Schon im Januar konnte man beobachten, dass Thomas an seiner Technik arbeitet. Sehen wir uns noch einmal seinen ersten Sprung in dem schwedischen Turnier an. Thomas strampelt nicht mehr mit den Beinen. Schon damals hat er also begonnen, seine Sprungtechnik zu verändern. Den Ausschlag für diesen Sinneswandel gab die Statistik. In jenem Sprung, mit dem er den WM-Titel holte, hatte Thomas Körperschwerpunkt 2,49 Meter erreicht. Diese Zahl zeigt, dass das Jungtalent realistische Chancen hat, den Weltrekord von 2,45 Meter zu knacken. Ein lohnendes Ziel, auf das er nun hinarbeitet. Im Training versucht er seither, Holms Sprungtechnik in seinen Bewegungsablauf zu integrieren, also Anlaufgeschwindigkeit in Sprungkraft umzuwandeln. Das Sportfest Hochsprung mit Musik im thüringischen Arnstadt. Auch bei diesem Turnier patzt Thomas mehrfach. Dabei springt er 80 cm vor der Latte ab. 10 cm früher als bei vorherigen Sprüngen. Auch das hat er sich bei Holm abgeguckt. In Arnstadt legt Thomas seinen Absprungpunkt absichtlich weiter von der Latte entfernt. Ich glaube, ich habe das Zeug zum Weltrekord. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Training. Mein Traum ist es, der beste Springer zu werden, den die Welt je gesehen hat. Endlich ist in Thomas der Ehrgeiz erwacht. Doch kurz vor seinem nächsten Wettkampf in Finnland passiert es. Thomas trainiert gerade den Anlauf. Ich habe Schmerzen. Was? Ich habe Schmerzen. Wie meinst du das? Hier tut es weh. Thomas hat Schmerzen im linken Bein, seinem Sprungbein. Der Arzt diagnostiziert eine Muskelentzündung. Ausgelöst vermutlich durch die Stöße, die das Bein neuerdings aushalten muss, seit Thomas Holms Absprungtechnik anwendet. Thomas' Bein ist offenbar für diese Belastung noch nicht stark genug.